Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon DX. Ja, im letzten Part sind wir hier in dieser Südhöhle stehen geblieben. Und die Hälfte haben wir schon. Die Südhöhle hat 50 Ebenen. Und wir brauchen einmal einen Apfel. Ja. So, Sumpex, jetzt darfst du schön nach hinten gehen. Ja, ist klar. Und was war das? Das war ein Lavita! Gott. Was geht denn hier gerade ab? Das ist so lächerlich. Wieso kann ich den Platz nicht wechseln? Ich gebe Dick da mal eine Sinelbeere. Fängt ja schon gut an in diesem Part. Acht KP hat's noch. Können wir jetzt mal Plätze tauschen, Dick da, oder? Was ist da jetzt wieder für ein Pokémon? Okay, Ariados. Ach komm. Einfach in die nächste Ebene. Einfach weiter, weiter, weiter. Blizzard. So, Sumpex, jetzt darfst du schön nach hinten. Zack, und da bleibst du. Das hat sich wieder vorgedrängelt, ich glaub's nicht. Genau aus diesem Grund ist Mini-Belehrsam. Sollst du hinten bleiben, Sumpex. Ah, okay, da kannst du nichts machen. Oh Gott. So, das war's für dich, Potrot, mein Freundchen. Nein, es setzt Erholung ein. Das ist voll unfair. Ach nein, Sumpex, du kleine. Ja, wer kommt jetzt? Welche? Ach, ganz ehrlich, dann ist es mir auch egal. Ihr müsst jetzt selbst klarkommen. Ist mir gerade zu nervig. So wächst die ganze Zeit nach hinten und... Ja, wir wollen weitergehen. Aber keine Belehrsamkeit mehr,
Belebersamen mehr haben, dann haben wir keine mehr. Blizzard. Boah, selbst Knorrer gibt's hier, Alter. Und wieder ein Dicktrinkzack. Weg mit dir. Ich hoffe, du hast was für mich. Ja, du hast was für mich. Was ist das hier? Was ist das für eine TM? Rückkehr, nein. Ich möchte den hier haben. Flinksamen, nein. Was haben wir hier? Erkenntnissamen, nein. Was ich aber machen kann. Ja, hier, du kriegst dein Dings. Ah, gilt das nur für den Raum? Okay, anscheinend. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Südhöhle U31. Als ob Donphan durchgehalten hat, ein Blizzard. Obwohl, was hat er? Hat er einen Belebersamen? Auf Wiedersehen, Knogger. Dich tausche ich gegen Tragosso aus. Du tankst nämlich mehr. Bankop brauche ich nicht. Ich will aber den Mini-Belebersamen haben. Tauschen gegen normalen Samen. Zack. Donphan will ich nicht tauschen. Ist zwar stärker als Funpi, aber Donphan haben wir schon. Wir bräuchten nur noch Funpi. Möchtest du weitergehen? Jawohl, U33. Auf Wiedersehen, Georg. Ja.
Und hier ist der Ausgang. Oder die nächste Treppe. Nice. U34. Haben wir hier einen Belebersamen? Nee, einen Sichtsamen. Ich kann noch mal gucken, was ich für Orbs habe. Vielleicht helfen die uns ja noch ein bisschen. Nee, leider nicht. Oh, ein Donphan. Ja, setz ruhig deinen blöden Donnerzahn ein. Und da ist die nächste Treppe. Schnell rein da. U35, noch 15 Ebenen. Gott. Moin, Rado, na, alles gut bei dir? Knurrgott, ich brauchen wir nicht. Dich haben wir schon gerade im Team. Oh, da ist die nächste Treppe. Schnell weg hier. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Südhöhle U36. So, Sumpex, jetzt darfst du wieder nach hinten und absichern. Und wir brauchen noch mal einen Top-Etter. Moment. Hier. Auf Blizzard. Versteckt gewesen. Ein Goldband, okay. Möchtest du weiter? Ja. U37. Du hattest auch Sumpex als Starter. Pokémon Mystery Dungeon oder in den normalen Gens? Ah, okay. Also ich, wie gesagt, am Anfang halt Hydropie und du schaltest, oder ich musste mir das jetzt erst freischalten. Also ich habe bestimmt erst seit 7 oder 8 Parts habe ich erst einen Sumpex. Also das hat schon gedauert. Aber ich bin auf jeden Fall froh darüber. Sophie, Nara, du darfst einmal ein bisschen hinten absichern. Oh, ein Pupita haben wir aber schon. Ah. Level 42, unseres ist glaube ich auf Level 48. Und natürlich Eisattacken, ne? Aber hier in Pokémon Mystery Dungeon, die Typen, beziehungsweise die Attacken von den Typen, müssen sie noch alles einstellen. Also es kam jetzt ein Patch raus, keine Ahnung, vor 3, 4 Tagen, nee, 2, 3 Tagen. Und sie müssen das jetzt alles einzeln nachprogrammieren oder
entpatchen, wenn man es so sehen möchte. Ruckzuckieb ist gegen Geistattacken wirksam, solche Sachen. Ja, und ja, das wird halt seine Zeit dauern, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Krise. Ich kann mir gut schon vorstellen, dass die Nintendo-Leute zu Homeoffice machen, aber du kannst dich nicht mal eben einmal kurz umdrehen und sagen, hier, pass auf, wie würdest du das machen? Also, nice. Blizzard. Oh. Ja, wir wollen weitergehen. Ja, ja, ist ja gut. So, noch 10 Ebenen. Ach Gott. Aber ohne Blizzard wäre ich zum Beispiel aufgeschmissen. Also. Bestes Beispiel: Blizzard. Der ganze Raum bekommt Schaden, außer deine Teamanwender. Und bei Erdbeben zum Beispiel kriegen alle Schaden. Genauso bei Surfer. Ne? Außer der Anwender selbst, aber deine Mitstreiter kriegen zum Beispiel Schaden. Bei Erdkräften ist es wiederum anders. Ja, das Einzige, was ich weiß, ist, dass die ganzen Pokémon einprogrammiert sind, also bis in die 8. Gen hinein. Also ich werde alle Pokémon fangen, sollten jetzt nochmal Pokémon nachkommen, werde ich nicht mehr machen, weil mir das zu viel Arbeit ist. Das meiste werde ich auch offscreen machen. Sumpex, du musst unbedingt nach hinten. Ja, schon besser. Es gibt auch Pokémon aus der 8. Gen. Guck dir mal Filinara an. Also, ich war froh darüber. Ja, also, ich habe mich tierisch drüber gefreut. Als ich im letzten oder vorletzten Part Filinara entwickelt, im vorletzten Part Filinara entwickelt hatte, also Evoli zur Filinara, da stand auch dann, da konnte ich mir halt aussuchen, und das Aquana, Nachtara, etc., Poliporba, und da standen dann die ganzen Nummern hin. Und bei Filinara stand zum Beispiel Nummer 800 oder 799. Geowatt. Nein, danke. Ja, wir warten einfach mal ab. Also ich nehme mal, ich gehe davon stark aus, dass sie ein DLC dafür die nächsten Monate rausbringen. Ich denke mal eher, sie hatten es wahrscheinlich im Sommer geplant. Das werden sie jetzt, denke ich mal, auf Ende nächsten Jahres verschieben. Gibt auch ein paar Videos auf YouTube, die das auch vermuten. Oder halt, es gibt ja diese, wie nenne ich sie jetzt? Diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Pokémon-Suchtis. Die gucken ja, die zocken die Spiele durch und gucken, wo gibt es da Hinweise auf irgendwelche DLCs oder whatever, ne? Also, kannst du ja sonst auch gerne mal angucken. Ja, ist klar, dämliche Stuntfarm. So, das war's für dich, mein Freund. Oben links, ne? Ach, ganz oben links in der Ecke. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Oh, Blizzard.
Möchtest du weitergehen? Ja. Gönnen wir uns mal einen Apfel. Sumpex, ab nach hinten mit dir. Da kommt ein Rizeros, ne? So, hier geht's in die nächste Ebene. 43, noch 7 Ebenen. Apopita, ich würde dich gerne mitnehmen, aber wir brauchen dich nicht. Möchtest du weitergehen? Ja, U44. Boah, Knochenmarang haut schon rein. Geht für die Nara mal nach hinten. So. Hast du das Original gespielt? Das Original hatte ich nur angefangen. Aber keine Ahnung, wie alt war ich? 7, 8, 9, 10. Und ich war halt die normalen Pokémon-Gens gewöhnt. Ne? Und ich bin bis damals zum Lavados gekommen und danach hatte ich keine Lust mehr. Möchtest du weitergehen? Ja, U45. Ich hab grad keinen Blizzard mehr, verdammt. Obwohl, machen wir es anders. Wir gehen auf Sumpex, hauen einmal einen Top-Etter raus. Ein, ja, hier haben wir noch eins. Hauen Blizzard raus. Vier runter. Jawohl. Was? Zitrusbeere? Die essen wir sofort. Essen. Fionontor. Hau rein. Ah, was ich. Obwohl doch, hat sich erhöht. Alles gut, oder? Ja. Level up für Emilia. Okay. Yeah.
Das ist auch eine miese Attacke. Alter. So, Filinara, du gehst mal wieder nach hinten und sicherst ab. Oh, nice. Das wird ein Kinderspiel. Blizzard! Schön viel EP. Alles One-Hits. Nice. Level 59. Obwohl, ein paar sind noch übrig. So. Aua. Obwohl, der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Das meiste ist alles nur Geld und irgendwelche Bären. Roselia haben wir schon, brauchen wir nicht. Oh nice, da haben wir Glück gehabt. Ja, ja, weiter. Noch drei Ebenen, beziehungsweise eigentlich zwei Ebenen. Auf Wiedersehen, Onyx. So, Sumpex sichert wieder hinten ab. Ach komm, gönn dir mal, Schnäppke. Warum sag ich Schnäppke? 400er. Drängelt sich Sumpex wieder vor. Nice, hier geht's weiter. Möchtest du weitergehen? Jawohl. U48, noch zwei Ebenen. Oh Gott. Noch eine Ebene, komm. Gehen wir mal rechts lang. Blizzard! Okay, Geowatz wurde anscheinend besiegt. Alles klar. Weißt du eigentlich, was das Maxi-Level ist? 100 müsste das Maxi-Level sein, oder? Oh, nice. Möchtest du weitergehen? Ja. Ach Gott, geschafft. Oh, 4 Evolutions... Oh Gott, nice. 5. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was haben wir hier drin? Tauschen wir auch gegen so einen komischen Samen.
Was ist das für eine TM? Fokusstoß. Nee, brauchen wir nicht. Luxusbox. Ja, die tauschen wir. Gegen was tauschen wir die denn? Gegen Sichtsamen. Zack. Ach komm, Marumbeere kann auch hier bleiben. Braucht kein Mensch. Marumbeere ist sowieso, wenn man schläft, aber dafür haben wir Filinara. Oh, eine Zitrusbeere. So, die Dicta-Reihe wäre damit auch komplett, genauso wie die Funpi-Reihe. Die Nidoking-Reihe hätten wir damit auch komplett. Nein! Ach. Ach, vielleicht sollte ich nicht so viele Parts aufnehmen. Ja. Auch noch ein extra Nidoking. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.